Hey Leute, mal hier, willkommen zu einer anderen Folge von Passepartout. In diesem Spiel geht es darum, dass man ein Künstler ist, auf der Straße lebt und Bilder malen und verkaufen muss und sich damit hocharbeiten muss. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, für 1111 Likes mache ich noch eine Folge von dem Projekt. Aber das haben wir tatsächlich geschafft, deswegen hier nochmal, wenn dieses Video hier auch wieder 1111 Likes holt, kommt noch eine dritte Folge. Jedes Bild ist übrigens ein Vorschlag von euch gewesen, da sollte ich mich mit Angela Merkel malen, wie ich tanze. Und ihr merkt schon, ich bin unfassbar stark im Zeichnen, das ist auf jeden Fall top. Und es gab auch wieder einige Vorschläge. Ich frage immer auf Twitter nach Vorschlägen und dann könnt ihr mir Vorschläge geben, was ich zeichnen soll. Und das ist auch einigermaßen leicht, was zu zeichnen. Mal kurz hier ein Beispiel. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Das ist zwar scheiße, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Dann kann man halt sowas malen. Man packt das hier hin. Man sagt, gib mir Geld. Liebe Geld. Und dann wird es sich mal angucken und mir Geld dafür geben. Also, der Geist nicht, aber der Nächste bestimmt. Okay, bis jetzt hassen alle Menschen meine Bilder. Er will's haben. Für 200. So. Und dann verdient man einfach easy Geld. 230, danke. Und wenn ich jetzt, glaube ich, noch ein paar Bilder verkaufe, dann kommt irgendwann ein Kunstkritiker und ich kann aufsteigen. Und das ist einigermaßen wichtig, denn in der anderen Welt, wenn ich aufgestiegen bin, habe ich ein Tool, mit dem ich gerade Linien zeichnen kann. Denn ich zeige mal kurz jetzt, wie es aussieht, wenn ich eine gerade Linie zeichnen will. Das ist das Geradeste, was ich hinkriege. Und mit dem Tool mache ich einfach straight eine gerade Linie und nicht so einen Käse wie ich hier. Ihr könnt auch unter diesem Video hier einen Vorschlag machen. Dann nehme ich nicht nur Twitter, sondern auch eure Vorschläge. Dann müsst ihr aber den Hashtag BadorMalMal benutzen, den ich schon damals benutzt habe. Okay, eine Katze mit Butter von Butterkatze. Das ist ja eigentlich, also die Katze mit Butter hinten drauf, das ist ja eigentlich so ein Meerschweinchen, wo das Gesicht drauf gefotoshoppt ist, ne? Ich glaube, ich kann das nicht gut zeichnen. Das Ding, ich kann hier wirklich nicht zeichnen. Und das wird echt scheiße so. 446, nimm! Wow, wir sind reich. Ich male aber jetzt nicht das Bild nach, weil das würde ich nicht hinkriegen. Ich versuche so eine Katze zu zeichnen und hoffe, dass es dann am Ende nach einer Katze aussieht. Okay. Könnt ihr schon die Katze erkennen? Also ich ehrlich gesagt, ja, ich kann die Katze fühlen. Da ist eine Katze drin in diesem Bild. Ich muss sie nur rausholen. Okay, das ist erstmal okay. Also man kann, glaube ich, nicht genau an und... Also ich glaube, man kann nicht richtig erkennen, wie die sitzt, aber ich muss vor, die sitzt halt, ne, und die Vorderpfoten da so, aber das sieht nicht richtig aus. Muss das länger vielleicht? Okay. Merkt schon, was das für eine süße Katze ist. Ich kann nicht... Das ist wirklich das Beste, was ich hinkriege in Richtung Katze wahrscheinlich. Boah, was ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe einen Hamster gemacht. Moment, können die Augen das nur retten? Okay, es ist... Doch, das ist ein... Wieso sieht das aus wie ein Hamster? Wo bin ich falsch abgebogen im Leben? Moment, ich kann den noch hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Ist das eine Katze? Wieso sieht das aus wie ein Hamster? Was? Also, vor allem, es sieht aus wie... Also, jetzt noch Butter zeichnen oben drauf, ne? Da. Das ist meine Butterkatze. Wenn ich den Mund noch umdingse, wird es dann besser? Oh ja, es ist ein bisschen besser geworden, aber puh. Was auf jeden Fall top ist, ist die Butter. Ich finde, die kann man gut erkennen. Okay, gut, das Butterkatzenbild ist fertig. Ich habe jetzt an diesem Bild allein 20 Minuten gesessen und es hat kacke geworden. Okay, erstes Bild, das Hamsterbild ist top. Für 638. Kriege ich mehr? Ja komm, 670, nimm's. Nimm's einfach. Okay, ich soll Burgstaller zeichnen, das mache ich mal. Der beste Stürmer der Bundesliga. Dass der Ball den Burgstaller verschossen hat, der weint. So, und Burgstaller sagt, ups. Gut, ich denke, das ist ein gutes Bild für Burgstaller. Top-Stürmer auf jeden Fall. Wir machen hier noch ein paar Linien. Ein echter Burgstaller. Willst du haben? 244, kannst du haben. Ey, komm, damit wir mal aufsteigen, mach ich mal kurz ein paar ganz schnelle Kackbilder. Okay, hier einen nackten Mann, der die Digga-Was-Pose macht. Der hat grüne Haare. Entweder Megan aus 60 Parsecs oder Timmy aus 60 Seconds. Habe ich beide schon mal gezeichnet. Die Folge ist, oder ich glaube zumindest Megan habe ich gezeichnet. Ich glaube, Timmy habe ich noch nicht gezeichnet, aber Megan habe ich schon mal gezeichnet. Die Folge ist da eh oben irgendwo verlinkt. Okay, dann zeichne ich mal die Familie aus 60 Seconds. Okay, bis jetzt habe ich mir ein bisschen künstlerische Freiheit gegeben. Zum Beispiel Timmy Stell ist einfach ein Franzose, der eine Handschuhe trägt, wenn man so will. Aber ist auf jeden Fall stark.
Es sind halt so viele Grautöne und ich muss mit den. Ich habe nicht so viele Farben, wie Grautöne da sind auf dem Bild. Deswegen muss ich ultra experimentieren. Ja, und die Tochter hat einfach eine. Keine Ahnung, Frisur, aber ist auch okay. So, und jetzt zu Simi. Ich muss das Bild meinen Leuten zeigen, aber die nicht erklären, was das sein soll. Und dann einfach mal gucken, wie lange die brauchen, um darauf zu kommen, was das überhaupt sein soll. Und den nackten Mann will keiner kaufen übrigens. Das ist einfach anscheinend zu komisch, das Bild. Okay, jetzt noch Timmy schnell Idel malen. Ich habe Timmy und seine Familie gezeichnet. Sieht top aus. Ein weiteres Meisterwerk. Meisterwerk. Können wir mal aufsteigen? Ich bin so lange hier in der Gasse. Kann ich mal wohin, wo es ein bisschen schicker ist? Kannst du mir das Bild wenigstens mal kaufen? 1239 ist dieses Bild wert. Komm, krieg ich mehr? 1430, komm. Nimm das Kackbild für 1500. Fast. Ja. Klar, ist ja auch ein Meisterwerk. Da kann man schon mal so viel zahlen. Oh, der Kunstkritiker, lol. Wir steigen auf. Und er guckt sich dieses Kackbild an. Mit dem nackten Mann, der die Digger-Was-Pose macht. Ja, Mann, wir sind aufgestiegen. Jetzt sind wir im, wo sind wir? Es gibt ja 3 Karrierewege. Ich gehe aber immer denselben Weg, weil ich kann anscheinend nicht abstrakt malen und sowas. Wo sind wir? Akt 2. Das Handwerk verfolgen. Wir sind... Hier sind wir jetzt, in der Galerie. Und ich habe ein neues Werkzeug freigespielt. Jetzt kann ich gerade Linien zeichnen. Ja, Mann. Ja, Mann. Eric Nam als Wahl. Eric Nam ist so ein K-Pop-Typ. Bitte nicht schlagen, dass ich K-Pop-Typ gesagt habe. Als Wahl. Ich würde sagen, ich zeichne einen Wahl und ich mache Eric Nam, der den Wahl reitet. Hier so ein Auge. Da einen niceen Mund. Da ist ein Grinsen. Oh ja, der sitzt drauf. Da. Ja. Originalgetreu auch die Haare getroffen. Jetzt machen wir hier auch noch eine Sprechblase. Doofe Wahl. Das ist eine doofe Wahl, auf dem Wahl zu reiten, vor allem umgedreht. Weil du weißt ja nie, was so passiert, was so ein riesiger Wahl anstellt. Und, ja, das ist auf jeden Fall stark. Doofe Wahl. Gut, haben wir unsere Wahl gezeichnet. Du bist kein Wahl, heißt das Bild. Und das wird bestimmt für 2 Milliarden gehen. 6 und 7 mehr. 8, noch mehr? No, was? Für 935, dieses... Kackbild. Okay, letzter Vorschlag. Es gab noch mehrere gute Vorschläge, aber ich nehme jetzt mal noch den Vorschlag Daryl, wie du ihn dir nach dem neuen Modell vorstellst. Das ist ja das rollende Fass aus Brawl Stars und ich krieg ein neues Modell. Hoffe ich zumindest. Und ich zeichne ihn mal. Das Ding ist, ich kann ihn nicht zeichnen. Das heißt, ich zeichne ihn mal normal und so wie er dann aussieht, ist quasi das neue Modell, weil ich kann ihn nicht so zeichnen, wie er aussieht. Und er wird auf jeden Fall nicht so aussehen, wie er original aussieht. Deswegen, ich zeichne jetzt das neue Modell. Ist ja eigentlich leicht, den zu zeichnen. Wenn man mal ein bisschen zeichnen könnte, kann man den so easy einfach hinschustern, fertig schustern, kleistern, fertig kleistern. Sieht ganz süß aus eigentlich, ne? Ich hab so einen süßen Devil gezeichnet. Also den würde ich ja, der könnte mich gerne erschießen im Spiel. Er sieht ja süß aus, so. Hallo, ich bin der kleine Devil. Ja, das ist der neue Devil. Ein bisschen süßer, nicht so brutal wie die anderen. Der hat zwar auch eine tödliche Waffe und auch noch da so ein Spaghetti-Arm, wo auch noch eine Waffe dran hängt. Aber das ist einfach ein anderer, der neue Devil. Geil, ne, finde ich gut. Ist stark auf jeden Fall. Lass uns noch ein kleines extra Feature vielleicht einbauen. Ich weiß nicht, was für ein Tier das sein soll, das könnt ihr ja entscheiden. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Tier, ein sehr edles Tier. Es kann ein kleines Pferd sein, wenn man mal so will, ne? Nur ein kleines Pferd als Begleiter. Brauche zwar nicht, aber das Pferd hat coole Haare. Ja, geil. Ja doch, das ist der neue Devil. Das neue Design von Devil. So wird der neue Devil. Kein Clickbait. Hauen wir mal raus. Zack. Ja, heute war kein Bild bei, was irgendwie schön war, ne? Heute war einfach alles Kacke. Aber gut, vielleicht haben wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr Glück. Das ist ja echt, ne, mal hat man was Gutes, mal hat man was Schlechtes. Das kann man ja nicht immer so leicht sagen. Ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber gut, also, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben, Kommentar oder falls ihr das Video mögt, auch mit einem Abo. Das wäre auch ganz cool, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.